Ja, hallo zusammen zu einer neuen Runde Last Epoch. Ja, Samstagnachmittag, Wetter ist nicht mehr so schön wie gestern, war ja klar, es ist Wochenende. Und wir schauen weiter mit unserer guten Gisela. Wo geht sie jetzt hin? Ich glaube, hier waren wir in der Imperial Era. Was haben wir hier denn noch? Na, hier haben wir noch gar, doch, da haben wir auch schon was. Aber irgendwie nicht so richtig, oder? Ruined Era sind wir jetzt hier. Dungeon, ja gut. Wir haben noch keine Schlüssel oder sonstiges. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir hin müssen hier. Gute Frage, nächste Frage. In der Ancient Area war es nicht, ne? Da gibt es aber auch irgendwie eine Quest. Aber ich würde am ehesten hier gucken wollen. Ist nur die Frage, wo wir hin müssen. Okay. Lost Refugee. Ich würde sagen, wir machen das mal, wenn wir da hinkommen. Wir kommen auf jeden Fall hin. Das mal safe. Jetzt muss ich auch mal gucken hier. Da vorne irgendwie hin. Ach, das hatten wir, glaube ich, irgendwie. Hau ab. Abhauen. Nein, ich möchte da nicht durch. Nicht wirklich. Ich muss mich erstmal hier dezent wieder reinfinden. Woche für Woche. In der Woche ist aber mal ein bisschen Fülle. Und gerade jetzt ist da Stress pur bei uns. Nächste Woche entscheidet sich dann, ob mein Job bestehen bleibt oder ob er flöten geht. Auch ganz toll. Okay, zwei passive Punkte. Das ist gut. Naja. Okay. Jetzt haben wir zwei passive Punkte gekriegt. Genau. Lass mal gucken, ob wir die hier noch irgendwie unterbringen können. Ob hier irgendwas dabei ist, was ich unbedingt machen wollte. Health plus 6 per Point. Health Gain, das ist natürlich. Dodge Rating ist auch nicht scheiße. Aber hier. Health Gain 4 per Point. Mana Gain 2 per Point. Das ist auch nicht so schlecht. Poison will ich nicht. Strike Chance ist nice. Erstmal nicht. Focus 5. Additional Dexterity and when you hit a boss or rare enemy, you reduce this. Charge Rating, ja, das ist nett, aber jetzt nicht wirklich. Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ich packe die beiden einfach mal hier rein, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Wo müssen wir das Ganze denn abgeben? Wo ist denn jetzt die Scheiß-Quest? Sag doch mal.
Das können wir auch noch machen hier. Oh, wisst ihr eigentlich, wie aufwendig das geworden ist, bei eBay irgendwas zu verticken? Ich habe meinen alten eBay-Account nicht mehr zum Laufen gekriegt. Was ist das jetzt? Ja, ich habe mich registriert und inzwischen ist das einfacher ein... Was? Wollt ihr mich verarschen? Nee, jetzt nicht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen verarscht. Ernsthaft jetzt. So ein bisschen verarscht fühle ich mich schon. Ich musste da gerade... Verstehe ich nicht, ey. Na, egal. Nicht jetzt. Komm, wir machen mal hier das Ding hier. Ich muss ja mal echt mal so ein bisschen aufräumen bei den Quest. Da unten irgendwo. May I tear a smile upon you? Bla bla. Okay, gab Gold und Experience. Hammer. So, jetzt confirm. Jetzt wieder auf die Map. Wo ist das? Bin ich blind? Ich meine, grundsätzlich bin ich das. Dabei fällt mir ein, das war auch wieder ganz toll. Letzte Woche habe ich endlich dann am Mittwoch oder so meine Brille bekommen. Meine PC-Brille. Na, da sind wir aber noch nicht allzu weit. Ich glaube nicht, dass das hilft. Hier können wir aber hin. Und die funktioniert natürlich nicht. Ne? Ganz toll. Was habe ich mich gefreut. So, wo müssen wir denn da unten, sagt er. Ach komm, Freunde, echt jetzt nicht. Was willst du denn? Aua, könntest du mal damit aufhören? Arschkrampe. Ja, war ganz toll. Da setzt man die auf und dann sagt sie, ey, schlechter gucken als mit der alten. Das hat richtig Sinn gemacht, das Geld auszugeben. Nein, ich muss jetzt am Montag nochmal hin und die nochmal überprüfen lassen, ob die sich vermessen haben oder whatever. Also ich kann mit der alten wirklich besser gucken. Also ich habe das gemerkt, wenn ich so einen Twitch-Stream gucke oder sowas. Ich kann mit der alten den Chat sehr viel besser lesen als mit der neuen. Ich habe keine Ahnung, was sie da verbockt haben. Ist aber auch nicht mein Problem. Sehe ich auch nicht als mein Problem. Dann habe ich mich über Asus aufgeregt. Ich werde nie wieder Sachen von Asus kaufen. Ich habe so die Schnauze voll von denen. Sei ganz ehrlich. Früher waren die für mich ja mal Qualitätsunternehmen. Das ist sehr lange her. Ach, da unten ist es ja. Da muss ich irgendwo hin. Ach komm, Freunde, echt jetzt nicht. Da habe ich doch Ende letzten Jahres ein neues Netzteil gekauft. Wahrlich nicht billig. Kann man nicht sagen. So, und dann ging das ja kaputt. Und da war ich auch nicht irgendwie schuld oder sowas. Ach, Freunde, echt jetzt nicht. Also ich hatte da wirklich keine Schuld dran. Muss mal gucken hier. Aha, das sieht doch gleich viel angenehmer aus. Und
Hab da also auch nichts falsch gemacht. Das ging von einem Tag auf anderen einfach nicht mehr. Dann habe ich das zurückgeschickt zum Händler, Case King. Die können ja nichts dafür. Die haben das dann zu Asus geschickt. Asus hat sich mal locker 4 Wochen Zeit gelassen. So, und dann sagte Case King so, ja, hier, wir schicken dir dein Netzteil zurück. Wo ich dann gesagt habe, so, nee, Leute, ich habe inzwischen schon Neues, weil ich kann nicht 4 Wochen ohne Netzteil rumeiern. Und das für einen Scheiß. Ja, und dann haben die sich, waren die so freundlich und haben gesagt, okay, wir kaufen dir das Ding wieder ab, wenn alles verpackt und so zu uns kommt. So, Sekunde. Yes. You saved me, Terry. Ja, ist ja gut. I only, if only you would be. Du hast keine Idee, das hilft. Okay, wir suchen mal jemanden. Ja. Und dann sagt die so, ja, wenn es original verpackt ist, klar, dann kaufen wir, was heißt klar, also ich muss schon sagen, das ist schon sehr freundlich, also ich mag den Support von Case King, ja, ich hatte das schon mehrfach erwähnt in meinen Aufnahmen, dass ich mit Case King wirklich sehr zufrieden bin. Und dann kommt heute das Netzteil an und ratet mal, was es nicht war, genau, es war nicht original verpackt. Und, so, wartet mal eben. Es war nicht original verpackt, wie es zu erwarten war. Oder wie ich schon fast gedacht habe. Warum auch? Ja. Das heißt, Case King kauft es mir nicht ab. So, und jetzt habe ich es gerade bei. Wollte ich es gerade bei. Wollte ich es gerade bei. Hallo. Können wir das mal lassen hier? Not happening. Arschloch. Irgendwas können wir upgraden, aber wir können uns auch erstmal den Gürtel holen. Oh, plus 68 Armor ist natürlich nice. Nochmal 200 Armor drauf. Caspi, bla. Nochmal Increased Armor, Increased Necro. Nett, aber überhaupt nicht das, was wir brauchen. Aber wir können jetzt hier wieder. So. Ja, damit haben wir sie alle. Dann werde ich gleich nach der ersten Aufnahme, welche im Übrigen auch schon gleich wieder vorbei ist. Ja, aber können wir überhaupt nichts mit anfangen, ne? So rein gar nicht. Nee. Aber ist trotzdem nicht so scheiße. Ja, jetzt stehe ich da mit einem Netzteil, das auch ehrlich gesagt nicht ganz billig war. Das muss man auch dazu sagen. Um nicht zu sagen, es war teuer. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Brauche es einfach nicht, weil ich mir in der Zwischenzeit ein anderes geholt habe. Ich warte doch nicht 4 Wochen, bis die Damen und Herren von Asus sich mal dazu bemühen, mir ein Netzteil zuzuschicken. Aber gut, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ist wie es ist. Und, ja. Hoffen wir mal, dass es gleich klappt, dass ich das mal registrieren kann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Ja. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.